Hi, willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es weiter mit der Serie rund um Apples HomeKit. Wir schauen uns heute gemeinsam zum einen Eve Thermo und Eve Door and Window zusammen mal an. Vor allem in Verbindung miteinander machen die Teile wirklich Sinn. Eve Thermo, ein smartes Heizthermostat, und Eve Door and Window, ihr könnt es euch denken, Fenster bzw. Türkontakte. Die Geräte wurden mir wieder von Eve zur Verfügung gestellt, deswegen herzlichen Dank an dieser Stelle und ja, viel Spaß mit dem Video. Ja, wir beginnen vielleicht mal kurz erstmal mit Eve Door and Window. Das Ganze funktioniert super simpel. Auch dieses Gerät ist natürlich HomeKit-fähig, wird eingebunden wie jedes andere Gerät. Ich habe es schon mal erwähnt, im Eve Room 2 Video findet ihr hier nochmal verlinkt, wie ihr ja, Geräte hinzufügt. Wie gesagt, funktioniert bei allen gleich, deswegen werde ich hier nicht nochmal drauf eingehen. Die Teile könnt ihr per doppelseitigem 3M-Klebeband dann platzieren, wo immer ihr wollt. Ihr seht es mal bei mir gerade eingeblendet, wie das Ganze bei mir angebracht ist. Hier direkt an meinem Fenster, über der Heizung vor allem. Und da kommen wir auch gleich zum wichtigen Punkt. Letztendlich könnt ihr dann in der Eve-App koppeln, wann welches Gerät überhaupt nur einsatzfähig ist. Und genauso habe ich das Ganze gekoppelt, dass nur geheizt wird, wenn auch wirklich mein Fenster geschlossen ist. Denn wir wollen nicht die Umwelt heizen, sondern das eigene Haus. Und so sparen wir zum einen Kosten und das Ganze ist natürlich auch umweltfreundlicher. Weshalb würde ich auch wirklich jedem beides in Verbindung direkt miteinander empfehlen. Eve Thermo ist ein smarter Heizthermostatregler, kann nachgerüstet werden bei jeder handelsüblichen Heizung bzw. bei den Anschlüssen. Sind drei verschiedene Adapter dabei, war bei mir wirklich eine Sache von 2 Minuten, das Teil kalibriert sich und gut ist. Ist natürlich auch noch ein direkter Temperatursensor integriert, das heißt, falls ihr kein Eve Room 2 beispielsweise oder ein anderes smartes Thermostat in eurem HomeKit-System eingebunden habt, könnt ihr dann dieses Raumthermostat auch noch für andere Zwecke verwenden bzw. für andere Verknüpfungen, was auf jeden Fall auch sehr praktisch ist. Ansonsten hat das Teil ein kapazitives Touchfeld oben mit Plus und Minus bzw. hoch und runter. So könnt ihr natürlich auch noch manuell ganz klar die Temperatur anpassen und auch genauso per Sprache oder eben zeitgesteuert. Und ja, genug eigentlich zum Gerät schon gesagt, denn der Rest muss jetzt in der App erfolgen. Dazu schauen wir uns wie immer die Eve-App kurz gemeinsam an und ich erkläre euch, was ihr letztendlich für Einstellungen mit dem Gerät vornehmen könnt. In der Eve-App angekommen, seht ihr schon, bei mir ist es im Wohnzimmer installiert. Wir gehen hier mal runter zur Heizung. Hier könntet ihr euch noch den Verlauf der letzten Stunden, Tage, Wochen und Monate anzeigen lassen, wenn ihr hier unten rechts auf diese 3 Pluspunkte geht, beziehungsweise 3 Pünktchen. Sogar auch die einzelnen Tage dann jeweils anklicken und so weiter. Ihr seht, ist für euch jetzt eher uninteressant. Vielleicht interessant für euch ist noch, wie man denn letztendlich einen Zeitplan anlegt. Das ist vielleicht doch ein bisschen nicht ganz selbsterklärend. Ich habe es zumindest am Anfang nicht direkt verstanden. Deswegen dachte ich mir, okay, wenn ich es nicht direkt verstehe, dann wird es vielleicht auch anderen so gehen. Dann zeige ich das Ganze hier mal direkt. Wir können hier einen neuen Zeitplan einfügen. Das machen wir jetzt auch mal zusammen. 21 und 17 Grad, finde ich, sind gute Standardwerte. 21 Grad, wenn man zu Hause ist, 17 Grad ansonsten, wenn ihr eben nicht zu Hause seid. Klicken wir auf Weiter. So, und dann kommt eben dieser Screen. Da macht ihr jetzt einfach mal einen Doppeltipp irgendwo hin. Dann kommt der erste Zeitraum, der hier hinzugefügt wird. Den könnt ihr jetzt per langen Druck hin und her verschieben. Und das finde ich schon mal ganz gut. Das Ganze soll bis ja, 6 Uhr, würde ich sagen, heizen. Dann machen wir noch einen zweiten Zeitraum. Der heizt auf jeden Fall ab, ja, wann bin ich zu Hause? Sagen wir mal ab 16 Uhr bin ich zu Hause, dann lassen wir den mal ab 15.40 Uhr anfangen zu heizen. Und schon haben wir Montag bis Freitag realisiert, dass wirklich nur geheizt wird, wenn ich da bin und ansonsten wird die Temperatur auf 17 Grad gehalten. Und an Wochenenden, also an freien Tagen, Samstag und Sonntag, ist standardmäßig 7 bis 22 Uhr angepasst bzw. eingestellt, das passt. Ja, falls ihr jetzt noch einen Zeitraum löschen wolltet, könntet ihr den einfach lange gedrückt halten und nach unten ziehen. Dann würdet ihr ihn löschen. Ich will ihn aber jetzt behalten. Dann klickt ihr auf Weiter. Gebt noch einen Namen ein. Test. Fertig. Und fertig. Und schon ist Zeitraum Test aktiv. Ihr seht, hier unten hat sich jetzt auch die Anzeige verändert. Außerdem könnt ihr das Ganze jetzt natürlich auch noch in Verbindung mit den Fenster- bzw. Türkontakten smart lösen. Ich zeige es euch gerade mal, wie das Ganze funktioniert. Bei Szenen gibt es oben den Tab Regeln. Dort klicken wir jetzt mal hier bei mir. Ihr seht, ich habe die Regel schon angelegt auf Heizung. Und da erkläre ich euch das Ganze jetzt mal kurz. Auslöser, Bedingungen und Szene. Die Szene ist bei mir eingestellt. Heizung. Heizung heißt, die Heizung geht aus. Wann wird diese Szene aktiv? Sobald der Fensterkontakt offen ist und die Temperatur gleich oder größer 18 Grad im Raum beträgt.
dann wird direkt die Heizung auf jeden Fall ausgeschaltet. Macht auf jeden Fall Sinn, denn wie vorhin schon kurz angesprochen, wir wollen natürlich nicht die Umwelt heizen, sondern nur die eigenen vier Wände. Ja, ihr könnt natürlich die Kontakte auch noch für ganz andere Automationen verwenden. Kleines Beispiel hier noch am Rande. Bringt das an irgendeiner Tür an und verknüpft Eve Flair beispielsweise damit. Und schon wisst ihr, sobald jemand zur Tür reinkommt und dann die Lampe angeht, okay, es kommt jemand zur Tür rein. Oder wenn das Ganze irgendwie an einer anderen Tür irgendwo im Haus ist, wisst ihr, es hat jemand auf jeden Fall die Tür gerade geöffnet. Hat man auf jeden Fall extrem viele Einsatzmöglichkeiten, gerade mit diesen Fenster- und Türkontakten. Auch dazu Link in der Videobeschreibung, auch natürlich zu Eve Thermo. An der Stelle, das war es auch schon von diesem Video. Herzlichen Dank nochmal an Eve, die mir die Geräte hier zur Verfügung gestellt haben. Und ja, falls noch Fragen offen sind, stellt sie gerne in den Kommentaren. Über ein Feedback freue ich mich wie immer. Lasst mir gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Und über Anregungen, was ihr noch vielleicht selbst mit solchen Kontakten realisiert habt, ja, würde ich mich natürlich auch wie immer freuen. In diesem Sinne, folgt mir gerne auf Instagram und wir sehen uns schon im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.